Teure Markenklamotten, Privatjet, dicke Autos, arrogant, überheblich, protzig. Die Liste an Vorurteilen gegenüber Millionären ist lang. Und wir haben einen gefunden, einen echten Multimillionär, der keine Angst hat vor unseren 10 nicht ganz so glamourösen Fragen. Sein Auto, sein Flugzeug, sein Haus. Ihm fühlen wir heute auf den Zahn. Flughafen Bremen, 9 Uhr morgens. Hier treffen wir Saygin Yalcin, ein echter Multimillionär. Er ist Deutscher, lebt aber in seiner Wahlheimat Dubai. Für unsere 10 Fragen ist er extra nach Bremen gekommen. Und das natürlich nicht irgendwie, sondern standesgemäß. Normalerweise reise ich sehr privat. Das heißt Privatjet. Mhm. Den wollen wir sehen. 35 Millionen Dollar hat sein Jet gekostet. Ein einziger Flug damit, von Dubai nach Deutschland, kostet mehr als 100.000 Dollar. Und da ist das teure Vergnügen. Hinten auf dem Rollfeld. Privatjet. Jetzt wollen wir aber erstmal den Tag mit dem Multimillionär starten und natürlich unsere 10 Fragen loswerden. Ein Klischee kennt man. Geld macht glücklich. Stimmt das? Es ist nicht das, was dich am glücklichsten macht. Da gibt es andere Sachen. Familie, Gesundheit und eigentlich Ziele erreichen, die man erreichen möchte. Sehr diplomatisch. Aber ein bisschen gibt er dann doch zu. Indirekt ja, direkt nein. Tja, indirekt hat es Saygin diese fette Wohnung im Burj Khalifa verschafft. Und das ist nur einer von vielen Wohnsitzen, die Saygin hat. Ist schon was dran, oder? Dass man als Multimillionär besser behandelt wird. Leute, die mich noch nicht persönlich kennen, haben ein, vielleicht ein, ich habe da, glaube ich, einen kleinen Vertrauensvorsprung. So würde ich das nennen. Angefangen hat alles hier in Bremen. Mehr als ein halbes Leben verbrachte er in der Hansestadt. Seinen heutigen Lebensstandard hat er sich selbst erarbeitet. So ein Auto ist für ihn ein schlichtes Gefährt. Zumindest im Vergleich zu seinem Fuhrpark in Dubai. Der Multimillionär hat uns ein paar Aufnahmen mitgebracht. Bei so viel Kohle, du wirst doch bestimmt oft angeschnorrt. Das passiert tagtäglich. Diese Leute wollen einfach nur einen Weg finden, wie sie selber erfolgreich werden. Und diese Abkürzung mit Ausleihen bzw. Anschnorren, das funktioniert nicht. Mit 24 ging Saygin nach Dubai. Im Gepäck die Idee eines Online-Modeshops. Den hat er mittlerweile verkauft, für satte 700 Millionen Euro. Er gründete aber weiter Firmen. Heute sind es 80. Unter anderem ein Auto-Auktionshaus. Aber er ist nicht nur Unternehmer. In Dubai wird Saygin gefeiert wie ein Popstar. Der Multimillionär vermarktet sich selbst in den Medien und sozialen Netzwerken. Er postet sein Leben und Millionen von Fans folgen und liken seine Bilder, Videos, Postings. Sie betrachten Saygin als eine Art Vorbild. Die Mädels, die fliegen doch sicher alle auf dich, oder? Stehen alle Frauen auf mich? Nee, die Antwort ist nein. Weiß nicht, ich habe mich schon seit ungefähr 15 Jahren nicht mehr so richtig darauf fokussiert. Ich hatte immer Fokus auf Geschäfte und habe den Frauen deren Job überlassen. Doch die Bilder beweisen, die Frauen fliegen auf den Multimillionär. Darunter auch Berühmtheiten wie Kendall Jenner, Paris Hilton oder Rihanna. Seit kurzem ist Saygin aber vom Markt. Er ist verheiratet. Und dann sag doch mal, was ist das Wertvollste, das du besitzt? Mein Mindset, mein Sinn. So wie ich denke. Das ist doch das Coolste. Das Einzige, was man dir nicht wegnehmen kann, ist auch das Wertvollste, was du hast. Das ist die politisch korrekte Antwort. Faktisch besitzt er aber den schnellsten und teuersten Sportwagen der Welt. Einen Bugatti Veyron. Die Aufnahmen hat Saygin uns gern zur Verfügung gestellt. Klar, auf seine Autos kann er ja auch stolz sein. Trotzdem verkauft er sich auf unserem Dreh immer wieder als bodenständig. Schön hier. Aber so eine Pizza hätte auch gereicht. Seine Privataufnahmen sagen aber etwas anderes. Wir wagen uns einfach mal weiter vor.
Was kostet eine Tüte Milch, Herr Multimillionär? Oh, das ist fies. Das ist nicht meine Abteilung. Ja, die ist fettarm und haltbar. 1,49 Euro. Gibt's zwar schon für die Hälfte weniger, aber egal. Schließlich war er das letzte Mal vor 2 Monaten einkaufen. Und eigentlich isst er sowieso viel öfter außer Haus. Na dann, guten Appetit. Passend zur Rechnung tischen wir dem Multimillionär dann gleich mal die 7. Frage auf. Sind Reiche geizig? Sind sie das? Erstens würde ich nicht alle über einen Kamm scheren, weil es gibt immer verschiedenste Wege, reich zu werden. Ja, wenn man es geerbt bekommt, wenn man es geschenkt bekommt, wenn man es gewinnt, wenn man es sich erarbeitet. Das sind ganz viele verschiedene Straßen. Ich glaube nicht, dass alles dieselben Charakterzüge dann entwickeln lässt. Und du würdest aber nicht sagen, dass du geizig bist? Ich denke nicht, aber das lasse ich andere entscheiden. Dann checken wir doch mal. Zufrieden mit dem Trinkgeld? Heute waren wir zufrieden, ja. Heute. Nach dem Restaurant geht's weiter. Er will uns zeigen, wo er herkommt. Bevor er uns aber sein Elternhaus vorführt, demonstriert er uns erstmal was anderes. Ja, das hast du drauf, oder? Wie man parkt. Diese Szene brauche ich privat. Parken kann er schon mal. Hier bin ich aufgewachsen. Das war mein Zimmer, beziehungsweise unser Zimmer. Will er jetzt nicht reinschauen? Ja, genau das, genau. Mit seinen Eltern und einer jüngeren Schwester ist Saygin auf 40 Quadratmetern im Bremer Plattenbau groß geworden. Also nicht reich geboren. Im Gegenteil. Hier waren viele Drogenabhängige, die hier dann mal ab und zu lagen. Daran kann ich mich erinnern. Als ich die Tür einmal aufgemacht hatte, da lag dann einer vor der Tür. Noch heute trifft der Multi hier seine alten Freunde. Sie finden, er hat sich nicht verändert. Jedes Mal, wenn er jetzt von Dubai herkommt, wir das Gleiche erleben, er sich nicht verändert hat als Mensch und wirklich auf dem Boden geblieben ist. Außer, dass er nicht mehr in Bremen lebt und mehr zu tun hat als früher. Seine Freunde gönnen es ihm vielleicht. Aber was ist mit dem Rest? Hast du viele Neider? Nein, denke ich. Ich hoffe nicht. Gerade weil ich sehr, sehr Bremer geblieben bin und genauso wie ich vorher bin, gibt es auch nicht einen großen Unterschied zu spüren. Heißt also, er merkt nichts oder nicht mehr. Vielleicht auch, weil es Wichtigeres gibt, als auf Neider zu achten, wie sein Business. Wenn das ruft, muss der 33-Jährige ran. Zeit gegen Geld. Diesen Deal ist der Selfmade-Multimillionär eingegangen. Ein guter Tausch? Kann man mit Geld alles kaufen? Nein. Ich wünschte, man könnte bestimmte Sachen mit Geld kaufen. Geht nicht. Was Saygin meint? Gesundheit. Seine Schwester ist von der Krankheit Epilepsie schwer betroffen. Vieles von seinem Vermögen steckt er in die Medizin und Forschung. Das ist auch der Grund, warum der Multimillionär Tag für Tag weiterarbeitet, obwohl er mehr Kohle auf dem Konto hat, als er je ausgeben könnte. Mein Ziel ist, etwas zu lösen, was zurzeit als unlösbare Krankheit gilt. Das ist mein Ziel. Und dafür brauche ich Geld. Aber Geld ist nicht das Ziel, es ist nur zum Mittel zum Zweck. Unser Tag mit dem Multimillionär geht zu Ende. Für Saygin geht es im Privatjet zurück nach Dubai. Bevor er es sich aber bequem macht, noch unsere 10. und letzte Frage. Sag doch mal, verschafft dir deine Kohle Vorteile? Die Antwort ist ja, aber die kosten auch Geld. Das heißt also, bestimmte Vorteile schon. Grundsätzlich würde ich sagen, im sozialen Bereich eher weniger. Aber im geschäftlichen Bereich, ja. Danke, liebes Galileo-Team. Jetzt geht's auch schon los. Wir fliegen ab. Nach einem Tag in Bremen hebt der Multimillionär mit seinem 35 Millionen Privatjet wieder ab und ist trotzdem irgendwie bodenständiger, als wir dachten.